meine Lieben, hier ist der Pater Klaus, 34. und damit letzter Sonntag im liturgischen Jahr. Und heute feiern wir das große Fest Christ König, und das ist auch mein Fest, weil unser Orden und die religiöse Gemeinschaft, der ich zugehöre, das Regnum Christi, feiert heute ihr großes Patronatsfest. Und die ganze Kirche feiert heute weltweit Christus als König. Und das ist etwas, was vielen heute nicht mehr leicht fällt. Viele würden sagen, Gott ist machtlos, Gott zeigt sich nicht mehr. Warum brauchen wir diesen Gott eigentlich noch? Aber Jesus gibt uns ein Bild, gibt uns eine Zukunftsvision, die klingt folgendermaßen. Wir finden sie in Matthäus 25, 31 bis 46. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron der Herrlichkeit setzen. Das ist eine starke Aussage. Eines Tages, so sagt Jesus, werde ich von meinem Thron vom Himmel herabkommen mit allen Engeln, und das sind Millionen, Milliarden, würde ich mal sagen, und dann wird er sich auf seinen Thron setzen. Jesus sagt uns also heute, und für uns Christen ist das Wort Gottes, ich bin König und eines Tages werde ich definitiv meine Königsherrschaft einrichten und dann kann sich niemand mehr dagegen wehren. Und seine Königsherrschaft ist eine sehr schöne, ist nämlich nicht die derer, die besonders erfolgreich waren im Leben oder derer, die von der Muse geküsst waren oder besonders viel Glück hatten oder was auch immer in dieser Welt heute so viel gilt, oder die Mächtigen, oder die Reichen, oder die Schönen, oder die Erfolgreichen, sondern Jesus sagt es folgendermaßen. Er wird die einen von den anderen scheiden. Es wird zwei Gruppen geben. Und zu den einen wird er sagen, kommt her in mein Reich, jetzt dürft ihr mit mir in mein Reich einziehen. Empfangt das Reich als Erbe, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war obdachlos und ihr habt mir Herberge gegeben. Und die Menschen fragen, aber wann war das? Wann haben wir dich denn gesehen? Wir haben dich doch gar nie gesehen in unserem Leben. Und hier kommt die große Antwort. Was ihr für einen dieser geringsten meiner Brüder getan habt, Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Liebe Leute, das ist eine starke Botschaft. Ich hoffe, wir nehmen die ein bisschen ernst. Oder ich hoffe, wir nehmen sie sehr ernst. Jesus wird eines Tages kommen als der König, der er wirklich ist. Und er wird seine Herrschaft errichten. Und niemand kann sich dagegen wehren. Und seine Art, teilzunehmen in seinem Reich, ist, anderen Menschen um seinetwillen Gutes zu tun. Jeder an dem Ort, wo er ist. Ich habe es schon oft gesagt und ich werde es noch oft sagen, weil das ist die Botschaft Jesu. Sein Reich besteht darin, dass Menschen einander Gutes tun und dass er mitten unter ihnen lebt. Und man nennt das die Nächstenliebe und die Gottesliebe. Und du kannst jeden Tag entscheiden, in welchem Reich du leben möchtest. Wenn du heute gute Taten tust, denen, die dir am nächsten sind, die um dich herum sind, an deinem Arbeitsplatz, den Kollegen, gute Gedanken, gute Worte, eine Hilfe, eine Unterstützung, eine Ermutigung, dann gehörst du in das Reich Gottes. Eines Tages wird Jesus zu dir sagen, ich danke dir, komm in mein Reich, weil damals, als ich schlecht gelaunt war, hast du mich motiviert, hast du mir einen Witz erzählt. Damals, als ich krank war, hast du das getan, damals als. Denn was wir dem geringsten seiner Brüder und Schwestern tun, das heißt den anderen Menschen, das haben wir ihm getan. Christus ist wirklich ein König und er kommt eines Tages. Ich hoffe, dass wir alle in seinem Königreich dann feiern werden und zu Hause sein werden. Christus, unser König, dein Reich komme. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und so gehen wir jetzt langsam zu auf den Advent. Musik.